Ich finde die ganze Reihe klasse, wenn Sie sich mal umgucken, was in diesem Jahr, es sind ja 40 Jahre Deutscher Herbst, so angeboten wird. Es ist, glaube ich, die wirklich einzige Veranstaltungsreihe, die, kurz gesagt, die problematischen Punkte für Linke in den Mittelpunkt rückt. Und das ist doch einigermaßen erstaunlich, denn es handelt sich ja doch um eine, na sagen wir, politische Krise, die vom linken Terrorismus sozusagen verursacht wurde. Und da gibt es einiges über die Linke zu sprechen, wie ich finde. Deswegen ist es erstaunlich, dass das eigentlich in diesem Jahr, 40 Jahre Deutscher Herbst, nicht so richtig im Mittelpunkt steht. Also ich finde das super, dass Sie das gemacht haben und bedanke mich sehr herzlich, dass ich dazu eingeladen wurde. Ich kann zu der Sache nicht nur als Wissenschaftler und Forscher sprechen, sondern immer auch ein bisschen als Zeitzeuge. Ich habe nämlich 1973 angefangen zu studieren an der Uni in Berlin und war gerade ein Jahr dort, als dieser, vielleicht erinnern Sie sich noch, lange Hungerstreik der RAF zugange war, in dessen Rahmen sich der Holger Mainz zu Tode gehungert hat. Und ich habe damals als junger Student, ich war zwar nicht unbedingt Fan der RAF, aber fühlte mich doch irgendwie links und dem dazugehörig und habe deswegen da an einem Hungerstreik für die unter Isolationsfolter leidenden Häftlinge der RAF teilgenommen. Ich habe damals nicht gewusst, was man inzwischen sehr genau weiß, dass Holger Mainz ja nicht sozusagen umgebracht wurde, sondern dass er sich selber zu Tod gehungert hat. Und zwar zu Tod gehungert hat, mehr oder minder aufgefordert von Gudrun Ensslin, um die propagandistische Wirkung dieses Hungerstreiks zu verstärken. Holger Mainz hat sich selbst zu Tode gebracht, damit öffentlich der Eindruck entsteht, dass es sich bei der Bundesrepublik um ein faschistisches Regime handelt. Das habe ich damals nicht gewusst. Ich dachte, wenn sich jemand zu Tode hungert, dann muss mit den Haftbedingungen irgendwas nicht richtig sein. Das war mir unvorstellbar, dass jemand sozusagen aus einem propagandistischen Motiv heraus sich zu Tod hungert, um zu beweisen, dass es sich bei der Bundesrepublik um einen faschistischen Staat handelt. Das hat mich lange beschäftigt, dass ich sozusagen kurz gesagt darauf reingefallen bin damals. Und vielleicht begründet das auch mein Interesse an dem Thema. Das Interesse an dem Thema kommt auch noch von einer anderen Stelle. Ich war, wie gesagt, damals ziemlich links und gehörte zu einer Zeitschrift. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, Langer Marsch. Gab es in Berlin, es war so ein Club von undogmatischen Linken, der das rausbrachte. Und ich gehörte dazu der Redaktion und da begab es sich dann irgendwann, dass in diesem Club auch ein gewisser Horst Mahler auftauchte. Und plötzlich hatte ich die von heute aus gesehen doch sehr zweifelhafte Ehre, neben einem damals gerade aus dem Gefängnis freigelassenen Terroristen zu sitzen, heutigen Holocaust-Leugner, also sitzt wieder im Gefängnis. Aber auch das habe ich damals nicht so richtig verstanden. Für mich war Horst Mahler trotz aller RAF-Gründung, er ist ja der eigentliche Gründer der RAF, ein Linker. Ich habe das nicht verstanden, was das für ein, vereinfacht gesagt, kriminelle Persönlichkeit ist. Ich glaube, an einem Mord war er selbst nicht beteiligt, nur knapp. Fast hätte er nämlich schon bei der Ausbildung in Jordanien den mitreisenden Peter Hohmann hinrichten lassen als Vorsitzender eines dortigen Volksgerichtes. Aber es war, wie gesagt, nur knapp, dass Horst Mahler kein Mörder geworden ist. Das habe ich alles damals nicht gewusst. Da war ich sozusagen ein blöder Linker. Deswegen, wenn Sie mir zuhören, ich spreche auch immer noch aus dieser Zeitzeugenschaft und irgendwie heute ein bisschen aus Unverständnis, wieso ich das damals alles nicht gewusst habe. Mein Thema ist heute in diesem Kontext dieser kritischen Reihe, die sich mit den linken Tabuthemen um den Deutschen Herbst dreht, das Thema
die RAF und Israel. Und eigentlich hat dieser deutsche Herbst, wenn ich das richtig verstehe, drei für die Linke problematische Themen. Das erste ist das Thema Schleier. Das haben Sie schon mit Erich Spitter bearbeitet. Schleier, der damals in der Presse als Opfer natürlich der RAF vorkam, was er ja auch war. Was schon weniger berichtet wurde, und da finde ich, muss auch ein linkes Augenmerk heute drauf gerichtet sein. Als am 5. September 1977 in Köln dieses Kommando Hans-Martin Schleier entführte, wurde ja nicht nur Hans-Martin Schleier entführt, sondern es wurden die vier Begleitpersonen, die zu ihm gehörten, einfach kaltblütig ermordet. Und das war auch nicht durch Zufall, weil es sich so irgendwie ergab, sondern das Kommando hatte das geplant. Es war den Beteiligten, es gab einige, die gesagt haben, sie wollen da nicht mitmachen, es war den Beteiligten von Anfang an klar, dass diese vier Begleiter von Hans-Martin Schleier, dass die getötet werden. Es sind, wenn ich das richtig aus dem Kopf weiß, ungefähr 111 Schüsse abgegeben worden bei dem bei der Entführung von Hans-Martin Schleier. Man kann eigentlich von heute aus gesehen sagen, es ist eigentlich ein Zufall, dass Hans-Martin Schleier überhaupt überlebt hat. Es sind dann mit Maschinenpistolen da geschossen worden. Also diese Entführung von Hans-Martin Schleier, die Geiselnahme sollte man besser richtig sagen, das war schon ein kleines Massaker. Anders kann man das nicht sagen. Und dass diese Form des linken Terrorismus bis heute bei vielen Linken irgendwie geht schon, noch durchgeht, das finde ich ganz unmöglich. Damals muss ich sagen, wenn ich mich zurückerinnere, war mir das nicht so als erstes im Kopf. Ich habe damals auch als erstes eher gedacht, naja, da hat es mal den richtigen erwischt. Hans-Martin Schleier. Und dass das überhaupt nicht geht, dass man, was ein schlimmer Nazi auch immer gewesen ist, dass man einen solchen Menschen einfach entführt, sein Begleitkommando umbringt und den dann ohne Gerichtsurteil hinrichtet, das geht gar nicht. Das ist auch was, was ich finde, was in der Linken heute viel zu wenig diskutiert wird. Eine Linke, die auf Demokratie setzt, die auf Freiheit setzt, die auf Rechtsstaat setzt, die kann so etwas nicht akzeptieren. Und es ist von der Zeitpunkt aus auch, weil sich das alles ja viel früher angedeutet hat, was die RAF da machte, was die anderen zusätzlichen zwei Terrororganisationen gemacht haben. Es ist von heute aus auch unverständlich, dass die Linke so lange gebraucht hat, sich von dieser Sorte Terror zu distanzieren. Aber ich will nicht rummogeln, auch ich habe zunächst gedacht, da hat es den Richtigen erwischt. Die RAF-Leute bei der Vorbereitung der Entführung, die haben sich ja ein Dossier schicken lassen. Ein Dossier über Hans-Martin Schleier haben sie auch bekommen. Das wurde organisiert über die PFLP, mit der sie zusammengearbeitet haben. Es ist heute ziemlich sicher, woher dieses Dossier kam. Nämlich aus dem Ministerium für Staatssicherheit. Die wollten ja ursprünglich ein Verfahren gegen ihn führen, was dann zur Rechtfertigung dienen sollte, ihn zu töten. Allerdings, bei allem, was man darüber weiß, wie die Gespräche mit Hans-Martin Schleier dann gewesen sind, in der Zeit, in der er eine Geisel war, war es eher so gewesen, dass die beteiligten RAF-Leute, einer erzählt diese Geschichte besonders deutlich, der Peter-Jürgen Wog, ich weiß nicht, ob Sie sein Interview im Spiegel letztlich gelesen haben, die waren eigentlich beeindruckt, in welch selbstkritischer Weise Hans-Martin Schleier sich dargestellt hat in seiner Zeit in der Tschechoslowakei und spätere Zeit berichtet hat. Sie waren beeindruckt und hatten den Elan, diesen Mann als den Totalfeind zu sehen, plötzlich verloren. Das ist bislang noch nicht richtig aufgeschrieben. Vieles, was heute nicht richtig aufgeschrieben ist, hängt ja damit zusammen, dass die Beteiligten nicht gesprochen haben. Es gibt sicher auch ein anderes Problem, was darin liegt, dass die Justiz
häufig in ihren Urteilen nicht besonders genau gewesen ist. Aber das Hauptproblem ist, dass die allerwenigsten, die beteiligt waren, gesprochen hätten. Es gibt nur ganz wenige. Einer von ihnen ist Hans-Joachim Klein, auf den werde ich später nochmal eingehen. Also, nochmal zum Punkt Schleier. Dass man den Personenschutz eines führenden Industriellen und was er auch vorher war, möglicherweise ein Nazi, auf der Straße umnietet und dann diesen Industriellen ohne Gerichtsurteil, also nicht der Justiz übergibt, weil man der Auffassung ist, okay, hier ist über dessen Taten in der Nazizeit nicht wirklich richtig geurteilt worden, sondern dass man ihn einfach umnietet. Das geht gar nicht. Und das zeigt ein antihumanes, antihumanistisches Gesicht dieses Teils der Linken, was mir bis heute zu wenig kritisch diskutiert wird. Zweiter Punkt, zweiter Mythos, der die Linke angeht und der wichtig ist und heute viel zu wenig besprochen wird. Der Tod von, besser gesagt Selbstmord, von Jan-Karl Raspe, Andreas Bader, Gudrun Enslin und die schweren Verletzungen von Irmgard Möller, nachdem sie erfahren haben, dass das Flugzeug, die Landshut, die entführt worden ist, dass die von der GSG 9 befreit wurde und dass damit das Druckmittel, die Gefangenen freizupressen, endgültig flöten war. Dieser Selbstmord, damals habe ich dann schon ein bisschen besser durchgeblickt. Da wusste ich, naja, das geht wie die Nummer mit Holger Mainz. Da tötet man sich selbst, um einen erneuten Vorwand zu liefern für andere. Es war ja nicht nur ein Selbstmord, sondern er wurde ja als Mord verkauft. Und die Häftlinge haben ja alles Mögliche dafür getan, dass es als Mord ausschaut. Gudrun Enslin hat ja vor den letzten Stunden den Gefängnisgeistlichen angerufen und hat gesagt, für mehr was, und hat ihn gebeten, zu sich zu kommen. Der ist dann auch gekommen. Und dann hat sie zu ihm gesagt, hier auf dem Tisch sehen Sie diesen Ordner, da ist alles Wichtige drin, wenn mir was geschieht, dann wissen Sie, hier ist irgendetwas nicht richtig gewesen, bitte nehmen Sie diesen Ordner an sich. Das hat er dann auch getan. Gegenüber dem Verhandler des Bundeskriminalamts, ein Polizist vom BKA, haben Andreas Bader und Gudrun Enslin mehrfach gesagt, dass wenn jetzt nicht endlich sie freigelassen würden und dem Druck nachgegeben würde, dass man dann die Geschicke selbst in die Hand nähme. Dass man Helmut Schmidt das Handlungskompetenz aus der Hand nehmen würde. Und das hat dieser Polizist vom BKA, der inzwischen seine Memoiren veröffentlicht hat, auch genauso verstanden und auch weitergegeben. Er hat gesagt, die haben damit gedroht, sich umzubringen. Das gehörte zum Konzept. Wenn man nicht durchkommt mit der Freipressung der Häftlinge, dann bringt man sich um die nächste Welle des Terrors in die Welt zu setzen. Das war die Drohung, die ausgesprochen war. Und genau das haben sie wahrgemacht. Und die Propagandisten der RAF erzählen bis heute, dass das keine Selbsttötung war, sondern ein Mord. Irmgard Möller, die es überlebt hat, die hatte keine Pistole in der Zelle, die hatte keinen Strick in der Zelle, die hatte nur ein Messer, die hat sich zwar schwer verletzt, sie ist aber nicht gestorben. Sie erzählt bis heute, dass die anderen umgebracht worden wären. Das ist pure Propaganda und diente nur dazu, eine erneute Welle von Leuten in den Untergrund zu bringen. Ein zweiter Mythos, der linker Mythos, der mit der RAF und dem Deutschen Herbst zusammenhängt. Der dritte, über den rede ich heute ausführlicher. Das ist die Entführung dieses Flugzeugs Landshut. Diese Entführung war ursprünglich nicht geplant. Sie kam ins Spiel, als die RAF-Häftlinge merkten, dass die Bundesregierung auf den Druck der Entführung Hans-Martin Schleiers und der Ermordung seiner vier Begleitpersonen nicht reagiert. Die bewegten sich nicht. War kein Kompromiss in Sicht, gar nichts. Also bot der damals im Untergrund wirkenden Spitze der RAF, das heißt die, die nicht im Gefängnis waren,
Brigitte Mohnhaupt, Peter Boog und andere, die sich kurz nach Bagdad begeben haben. Johannes Weinrich, ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon kennen, ein Mitglied der revolutionären Zellen, an sein Chef, das war Wadi Haddad, oder auch der größte Terrorplaner der PFLP, der Palästinensischen Front zur Befreiung Palästinas. Johannes Weinrich bot im Namen von Wadi Haddad folgende zwei Optionen an. Entweder, sagte er, wir können euch eine deutsche Botschaft irgendwo besetzen und die Mitarbeiter der deutschen Botschaft als Geisel nehmen, oder wir entführen ein Flugzeug. Was wollt ihr lieber haben? Da hat sich dann die RAF-Spitze im Untergrund entschieden für Option Nummer zwei. Ein Flugzeug fanden sie irgendwie besser als eine deutsche Botschaft. Das hing damit zusammen, dass man in Stockholm 1975 ja schon versucht hat, mit einer Besetzung einer deutschen Botschaft die Häftlinge einfach freizupressen. Das war schiefgegangen, also wählte man lieber die Option, dann bitte ein Flugzeug. Die Kalkulation dahinter war, Helmut Schmidt wird es nicht aushalten, wenn ein großes Zivilflugzeug mit deutschen Urlaubern gekidnappt wird. Er wird es nicht aushalten, diese Menschen zu opfern. Deswegen muss er auf diesen Druck nachgeben. Das ist, wie wir alle wissen, nicht geschehen. Es ist dann die GSG 9 dort nach Mogadischu geflogen und hat die Geiseln befreit. Bis auf eine Entführerin von diesem Kommando, was diese Maschine Landshut entführt hat in Mogadischu, sind alle anderen bei dem Sturm der GSG 9 zu Tode gekommen. Was aber wichtig ist an dieser Geschichte, habe ich bislang noch gar nicht richtig erzählt. Was nämlich wichtig ist, ist, dass die Entführer der Landshut ein sozusagen Bekennerschreiben in die Welt geschickt haben, das in den meisten Büchern zur Bader-Meinhof-Gruppe nicht enthalten ist. Und deswegen verteile ich das mal hier. Ein Packen hier, ein Packen dort, zweiseitig. Und das ist deswegen bedeutsam, weil dieses Bekennerschreiben, ich gehe mal hier auf einen Auszug, Sätze enthält, die ganz, ganz deutlich machen, was eigentlich das Motiv der RAF und auch der mit ihnen kooperierten Palästinenser bei diesem Terrorakt gewesen ist. Sie sehen hier, ich habe ein Zitat rausgenommen. Das ist ein Satz aus dem Papier, was jetzt rumgeht. Revolutionäre und Freiheitskämpfer in aller Welt sind konfrontiert mit dem Ungeheuer des Weltimperialismus, diesem barbarischen Krieg unter der Hegemonie der USA gegen die Völker der Welt. In diesem Krieg erfüllen imperialistische Subzentren wie Israel und die BRD die Exekutivfunktion der Unterdrückung und Liquidation jedweder revolutionären Bewegung in und auf ihren spezifischen Gebieten. In unserem besetzten Land demonstriert der imperialistisch-zionistisch-reaktionäre Feind die höchste Ebene seiner blutigen Feindseligkeit und Aggressivität gegen unser Volk und unsere Revolution, gegen alle arabischen Massen und ihre patriotischen und fortschrittlichen Kräfte. Die expansionistische und rassistische Natur Israels ist, mit Menachem Begin an der Spitze dieses Produkts imperialistischer Interessen, klarer als je zuvor. Das ist aus meiner Sicht ein Dokument, was jeder Idee, die RAF oder die anderen beiden linksterroristischen Gruppen könnten Antifaschisten gewesen sein, jeden Boden entzieht. Wenn Antifaschismus heißt, dass man was gegen Nazis hat, wenn Antifaschismus nach dem Zweiten Weltkrieg heißt, dass man dafür eintritt, dass Nazis vor Gericht gestellt werden, wenn Antifaschismus heißt, dass man dafür eintritt, dass Opfer des Nationalsozialismus besser und umfassend entschädigt werden, wenn Antifaschismus heißt, die Wahrheit über den Nationalsozialismus zu sprechen, wie es gewesen ist, wer beteiligt ist, wer verantwortlich ist, dann ist das, was hier formuliert ist,
kein Antifaschismus. Das ist das ganze Gegenteil. Es ist ein Begriff von Faschismus, wo Israel faschistisch ist, wo die USA faschistisch sind und die BRD auch faschistisch ist. Also es geht nicht um den historischen Faschismus, den man aufarbeiten will, dessen Ungerechtigkeiten man ändern will, durch Bestrafung der Täter, durch Entschädigung der Opfer. Nein, es geht um einen angeblichen Faschismus der USA, Israels und der BRD. Antifaschistisch ist das nur dem Worte nach, nicht dem Sinne nach. Es ist eine Verwendung des Begriffs Antifaschismus, der in diesem Zusammenhang einfach verkehrt ist. Und man muss noch weitergehen. In diesen Formulierungen, wenn Sie die ganze Erklärung durchlesen, wird häufiger darauf hingewiesen, dass aus der Auffassung der Verfasser Israel und der historische Nationalsozialismus dasselbe sind. Oder besser gesagt, Israel wird als eine Gesellschaft angesehen, die die Nachfolge des Nationalsozialismus angesetzt hat. Es wird eine Gleichsetzung herbeigeführt zwischen der israelischen Politik und der nationalsozialistischen Politik. Das ist kurz gesagt die Kernidee dessen, was man heute sekundären Antisemitismus nennt. Die Gleichsetzung israelischer Politik mit nationalsozialistischer Politik ist in dieser Erklärung formuliert. Es hat mit Antifaschismus nichts zu tun, sondern das ist das, was man wissenschaftlich sekundären Antisemitismus nennt oder was man flotter journalistischer linken Antisemitismus nennt. Das finden Sie in diesem Dokument, deswegen finde ich es so wichtig. Es ist aber auch gar nicht so erstaunlich. Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, es ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu dunkel, aber gucken Sie nach in den wichtigen Büchern, die es zur Geschichte der RAF gibt. Butz Peters, Stefan Aust, Willi Winkler, alle drei, das Dokument wird kurz zitiert, nicht weiter wirklich ernst genommen. Meine Behauptung, nicht wirklich ernst genommen, weil dieser Aspekt der RAF nicht ernst genommen wird. Es wird ihnen eben doch immer noch ein bisschen zugute gehalten, dass das aufgeregte Linke gewesen sind, die ein bisschen das mit dem Antifaschismus übertrieben haben. Nein, das ganze Gegenteil ist der Fall. Nicht Antifaschismus wurde übertrieben, sondern es wurde eine neue linke antisemitische Politik formuliert. Und das ist das Thema, was zu diesem 40. Jahrestag des Deutschen Herbstes sträflich vernachlässigt wird, was nicht erwähnt wird, was offensichtlich irgendwie stört, so wie es in der Debatte über die Linke in der Bundesrepublik schon immer gestört hat. Ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht so, dass diese Sprache, die in diesem Dokument sichtbar wird, dass die ganz neu gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass am 9. November 1969 eine der Vorgruppen der RAF gewissermaßen, das waren die Tupamaros West-Berlin um Dieter Kunzelmann, einen Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Berlin lanciert haben. Am Vorabend der Feierlichkeiten in der Fasanenstraße in Berlin hat ein Mitglied aus diesem Freundeskreis, das war, wie man heute weiß, Albert Fichter, einen Sprengsatz in den Getränkeautomaten des Gebäudes gelegt. Der ist dann, und der war eingestellt, Zeituhr, auf den Moment, wo die Menschen sich versammeln, um dort an den 9. November 1938 zu denken und zu erinnern. Durch einen technischen Defekt ist dieser Sprengsatz nicht explodiert. Die Berliner Polizei hat dann diesen Sprengsatz im Wald, eine Putzfrau hat es am nächsten Morgen gefunden, die Berliner Polizei hat das im Wald dann gesprengt und die Experten sagen, wenn dieser Sprengsatz hochgegangen wäre am Abend des 9. November 1969, so wie geplant, dann hätte es auf jeden Fall, wie es in der Polizeisprache heißt, Personenschäden gegeben. Man weiß natürlich nicht genau, wie die Explosion gewesen wäre, aber der war so stark, dass, kurz gesagt, Todesopfer nicht zu vermeiden gewesen wären. Das heißt, sie waren einkalkuliert von denjenigen, die den Sprengsatz dort
gelegt haben. Aber, also er ist nicht explodiert, das Bekennerschreiben zu dem Anschlag war schon raus. Die Gruppe um Dieter Kunzelmann hatte bereits am selben Abend ein Flugblatt verteilt, in dem sie zu dem Anschlag, zur Explosion, die ja dann nicht erfolgte, Stellung nahmen. Ich lese Ihnen ein kurzes Zitat daraus vor. Das ist damals veröffentlicht worden in der Zeitschrift Agit 883. Das war so, vergleichbar heute ist, kennen Sie ihn, die Media von der Linksautonomen, so ungefähr war 883 damals. Und da stand also Folgendes drin zur Rechtfertigung dieses Anschlages. Jede Feierstunde in West-Berlin und in der BRD unterschlägt, dass die Kristallnacht täglich von den Zionisten in den besetzten Gebieten, in Flüchtlingslagern und in den israelischen Gefängnissen wiederholt wird. Aus dem von Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen. Zerschlagen wir die direkte Unterstützung Israels durch die deutsche Industrie und die Bundesregierung. So bereiten wir den Sieg der palästinensischen Revolution vor und forcieren die erneute Niederlage des Weltimperiums. Das ist nur ein kurzer Teil aus diesem Bekennerschreiben, was da zirkuliert hat. Sie sehen, es ist dieselbe Sprache wie in dem Dokument, was ich Ihnen umgegeben habe. Auch hier geht es keineswegs um Antifaschismus, auch hier geht es keineswegs um Antinazismus. Nein, es geht darum, dass man Israel als eine faschistische Macht attackiert. Und dass man sogar so weit geht, eine Bombe ins jüdische Gemeindehaus zu legen und damit rechnet, dass Menschen dabei umkommen können. Linker Antifaschismus ist das auf keinen Fall. Das ist linker Antisemitismus. Wenn Sie über diesen Anschlag noch nicht so viel wissen, sollten Sie unbedingt kaufen, das Buch von Wolfgang Krauser, die Bombe im jüdischen Gemeindehaus, wo diese ganzen Zusammenhänge gut dargelegt werden. Wolfgang Krauser ist der Erste, der überhaupt den Täter identifiziert hat. Bis zur Erscheinung dieses Buches, wenn ich mich richtig erinnere, war das 2007 oder 2008, ich weiß es nicht mehr ganz genau, konnte der Täter nicht ermittelt werden. Wolfgang Krauser hat den Mann gefunden und er hat auch gestanden, dass er die Bombe dorthin gebracht hat. Das war, Klammer auf, aber auch nicht mehr so schwierig. Denn es war bei diesem Anschlag niemand ums Leben gekommen. Und deswegen war das, wonach man suchte, kein Mord, sondern das war Totschlag oder versuchter Totschlag. Und das war zu diesem Zeitpunkt, als Albert Fichte gestand, dass er derjenige gewesen ist, bereits verjährt. Deswegen war es nicht so schwer, das zuzugeben. Aber, und das wissen Sie vielleicht nicht, es gab einen anderen Anschlag, der praktisch aus dem Umkreis der Schwesterorganisation der Tupamaros West-Berlin begangen wurde, nämlich den Tupamaros München. Am 13. Februar 1970 wurde ein Anschlag verübt auf das Gemeindezentrum der jüdischen Gemeinde in München. Es war im Treppenhaus wurde ein Kanister abgestellt, die Treppen wurden mit Benzin getränkt, das ganze Haus brannte in Sekundenschnelle lichterloh. Die Feuerwehr hat später festgestellt, dass es auch mehrere Brandherde gab, nicht nur der Kanister, sondern dass jemand da noch zusätzlich diese Dinger umgelegt hatte, die man zum Grillen benutzt, die das Feuer so richtig beschleunigen. Brandbeschleuniger, das ist der Fachausdruck, richtig. Bei diesem Anschlag, bei diesem Brand sind, Sie sehen das Bild dieser Trauerfeier, 8 Menschen ums Leben gekommen. Das brannte so schnell, in das jüdische Gemeindezentrum war ein Seniorenheim integriert. Die Menschen konnten nicht mehr fliehen, manche versuchten aus dem Fenster zu springen, sind verbrannt. Alle, die verbrannt sind, waren Überlebende des Holocaust. 13. Februar 1970, ein schwerer Anschlag in München, der bis heute nicht aufgeklärt ist. Es gibt zu diesem Anschlag alles drumherum auch ein Buch von Wolfgang Krauser, das vor 3 oder 4 Jahren erschienen ist. Wann endlich beginnt bei euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel? Ein Zitat aus einem Brief Dieter Kunzelmanns. In diesem Buch wird zwar der Täter nicht gefunden,
An dieser Stelle ist es auch schwieriger. Hier geht es um achtfachen Mord. Jeder, der dazu heute spricht, dass er was weiß oder dass er möglicherweise jemanden kennt, macht sich selbst natürlich mit schuldig. Und deswegen ist bislang niemand hervorgetreten, der einen Spur gelegt hat. Aber alle Indizien, die man beisammen hat, weisen ganz genau auf denselben Ablauf dieses Anschlages hin. Es muss jemand gewesen sein aus dem Umfeld der Tupamaros München, der Schwesterorganisation der Tupamaros West-Berlin. In dem Buch wird auch genauer erklärt, um wen es sich dabei handeln könnte. Aber bislang gibt es eben keinen Beweis. Und deswegen kann derjenige auch nicht überführt werden. Alle anderen Beteiligten schweigen, im Unterschied zu dem Fall von einige Wochen vorher in West-Berlin, 1969. Es ist aber auch ziemlich klar, dass in diesem Fall diese Truppe, die Vortruppe von RAF und 2. Juni, gesagt hat, okay, Berlin ist es schiefgegangen. Nun muss es doch mal klappen. Also es ist nicht bewiesen, aber eigentlich sehr wahrscheinlich, dass dieser Anschlag aus dem Umfeld der Tupamaros München gekommen ist. Eigentlich hätte ich meinen Vortrag wahrscheinlich nennen sollten RAF, Bewegung 2. Juni, Revolutionäre Zellen und Israel, denn bislang ist es ein Fehler der Geschichtsschreibung aus meiner Sicht, dass die Geschichte dieser Gruppen getrennt geschrieben wird. Das ist einfach nicht so gewesen. Alle drei sind aus demselben Milieus entstanden, haben sich zwar politisch, waren sich nicht so ganz grün, wie man so sagt, hatten ein verschiedenes Konzept des bewaffneten Kampfes, aber haben doch mehr oder minder dieselbe Ideologie vertreten, die ich versucht habe, ihnen klarzumachen. Diese merkwürdige Sorte von Antifaschismus, über die wir schon gesprochen haben. Ein wichtiges Jahr ist für die Entstehung der Gruppen und die Entstehung dieses merkwürdigen Antifaschismus das Jahr 1967, der Sechstagekrieg in Israel, den Israel gegen einen bevorstehenden Angriff von Ägypten und anderen Ländern führt, verschiedene Teile des Nahen Ostens besetzt und den Versuch macht, endlich einen Friedensvertrag mit seinen Nachbarn hinzubekommen. Sie wissen ja, dass 1948 nach der Gründung Israels der Staat angegriffen wurde von mehreren anderen arabischen Staaten und dass nach dem Ende, die haben versucht, die Gründung Israels überhaupt zu verhindern und dass nach dem Ende dieses Unabhängigkeitskrieges von Israel das nicht geschehen ist. Israel blieb bestehen, die arabischen Staaten haben verloren und seit dieser Zeit gibt es keine Friedensverträge mit den arabischen Ländern, die im Krieg gegen Israel gefochten haben. Es ist dann später zwei Staaten gegeben, die einen Friedensvertrag mit Israel gemacht haben, Ägypten und Jordanien, aber andere nicht. 67 besetzen die Israelis zum Beispiel die Golanhöhen, weil von Syrien immer nach Israel reingeschossen wird. Dasselbe mit anderen Dingen. Die Erwartung ist, wenn wir diese Teile des Nahen Ostens besetzen, haben wir ein Pfand in der Hand, um Frieden zu verhandeln. Menschen, die ganz anders denken, werden später ganz wichtig für RAF, Bewegung 2. Juni und Revolutionäre Zellen. Das sind die beiden hier gezeigten Yasser Arafat und Abu Iyad. Die haben bereits 1959, in der Zeit, als sie noch Studenten waren, eine Guerilla-Organisation gegründet, die sich Fatah nennt. Die Fatah hatte zum Ziel, das, was 1948 nicht erfolgt war, die Zerstörung Israels, durch einen Guerillakrieg zu befördern. Man hat angefangen, seit 1964 erste Anschläge in Israel zu verüben. Diese Fatah und die beiden Personen sind wichtig, auch noch für eine andere Organisation, für die palästinensische PLO, palästinensische Befreiungsorganisation. Ich habe Ihnen hier zwei Auszüge aus ihrer Charta von 1968 mitgebracht.
Diese Charta ist wichtig, weil sie die Ziele der PLO benennt. Hier lesen Sie Artikel 15. Sie können diese Charta übrigens überall im Internet anlesen. Das ist kein geheimes Dokument. Artikel 15 heißt, die Befreiung Palästinas ist vom arabischen Standpunkt aus nationale Pflicht. Ihr Ziel ist, der zionistischen und imperialistischen Aggression gegen die arabische Heimat zu begegnen, den Zionismus in Palästina auszutilgen. Man beachte das Wort auszutilgen. Unbeschränkte Verantwortung hierfür überliegt der arabischen Nation, der Bevölkerung ebenso wie den Regierungen mit dem arabischen Volk in Palästina an erster Stelle. Demgemäß muss die arabische Nation alle militärische, menschliche, materielle und geistigen Kräfte mobilisieren, um zusammen mit dem palästinensischen Volk aktiv an der Befreiung Palästinas teilzunehmen. Insbesondere im Stadium der bewaffneten palästinensischen Revolution muss die arabische Nation dem palästinensischen Volk alle erdenkliche Hilfe sowie materielle und menschliche Unterstützung zukommen lassen und ihm die Mittel und Möglichkeiten bereitstellen, die es ihm erlauben, seine führende Rolle innerhalb der bewaffneten Revolution zu bewahren bis zur Befreiung des Heimatlandes. Das war Artikel 15. Artikel 19 heißt, die Teilung Palästinas im Jahr 1947 und die Schaffung des Staates Israels sind völlig illegal. Ohne Rücksicht auf den inzwischen erfolgten Zeitablauf, denn sie standen im Gegensatz zu dem Willen des palästinensischen Volkes und seiner natürlichen Rechte auf sein Heimatland. Sie waren unvereinbar mit den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, insbesondere mit dem Recht auf Selbstbestimmung. Also die Behauptung wird aufgestellt, dass der Beschluss der Vereinten Nationen, dass auf dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet Palästina zwei Staaten entstehen sollten, dass das sich um einen illegalen Beschluss handelt. Artikel 20, die Balfour-Deklaration, das Palästina-Mandat und alles, was sich darauf stützt, werden für unecht erachtet. Ansprüche der Juden auf historische und religiöse Bindungen mit Palästina stimmen nicht mit den geschichtlichen Tatsachen und dem wahren Begriff dessen, was Eigenstaatlichkeit bedeutet, überein. Das Judentum ist eine Religion und nicht eine unabhängige Nationalität. Ebenso wenig stellen die Juden ein einzelnes Volk mit eigener Identität dar. Vielmehr sind sie Bürger der Staaten, denen sie angehören. Also, kurz gesagt, die Behauptung, die Juden sind überhaupt kein Volk, der Staat ist illegal. Und wie ich Ihnen vorgelesen habe, Artikel 15 spricht ausdrücklich davon, den Zionismus in Palästina auszutilgen. Also ein klares Konzept der Vernichtung Israels, was hier formuliert wird. Die Fatah, die von Yasser Arafat und Abu Iyad gegründete Guerilla-Organisation hat 1968, wie Sie in allen Studien über die PLO nachlesen können, mehr oder minder den größten Einfluss in der PLO, und sie ist auch verantwortlich für die Formulierung, die ich Ihnen gerade vorgetragen habe. In der PLO gibt es aber nicht nur die Fatah, es gibt noch eine andere Organisation, die wird besonders wichtig für die RAF und für die anderen Gruppen. Das ist die PFLP, die von Badi Haddad links und Kinderarzt Georg Habash rechts geführt wird. Sie sind Teil der PLO. Die, ich weiß nicht, ob Sie die Auflösungserklärung der RAF kennen von 1998, hat sie sich erst aufgelöst. Da wird ausdrücklich der PFLP für ihre lange Unterstützung des Kampfes der RAF gedacht. Noch ein weiteres wichtiges Bild ist dieses hier. Leila Shalit, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name etwas sagt, eine Ikone des palästinensischen Befreiungskampfes. Hier zu sehen in einer Fotografie von 2009 mit dem Bild, was sie damals zur Ikone machte. Leila Khaled ist zu einer Ikone des palästinensischen Freiheitskampfes geworden, weil sie mehr oder minder den Gedanken von Yasser Arafat und Abu Iyad folgend 1969 den ersten großen Anschlag in Europa hingekriegt hat, dass Israel tatsächlich Menschen aus Gefängnissen freilassen musste. Sie wissen, dass der israelische Staat
mit Beginn der Terrorwelle von PLO und anderen gesagt hat, wir verhandeln mit Terroristen nicht. Leila Shalit, Entschuldigung, ich muss hier gerade mal gucken, hat es hinbekommen, dass zu einer Flugzeugentführung, die Sie wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig im Kopf haben, ich hatte sie überhaupt nicht im Kopf, am 29. August 1969 ein Flugzeug auf dem Flug von Los Angeles über Paris nach Rom, nach Athen und Tel Aviv sollte das eigentlich führen. Leila Khaled hat es zusammen mit einem anderen Mitglied der PFLP nach Syrien entführt und dort wurden das Flugzeug gesprengt, die etwa 90 Passagiere freigelassen, bis auf die Israelis und Juden im Flugzeug. Die wurden weiter festgehalten. Und es hat lange Verhandlungen von israelischer Seite bedurft, um diese Menschen frei zu verhandeln, was letztendlich auch gelungen ist. Syrien hat damals Leila Khaled nicht festgehalten, nicht verurteilt. Und so ging diese Geschichte, diese Flugzeugentführung vom August 1969 als großer Erfolg in die Geschichte der PFLP und der PLO ein. Und die Aktivistin Leila Khaled wurde zu einem Heroen dieser Bewegung, ist bis heute eine Ikone. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Europaparlament Sie demnächst einladen, über Frauenrechte zu sprechen. Nee, nee. Ist nicht? Ist es abgesagt worden? Nee, ich kann es nicht fassen. Sie können es nicht fassen? Ja, habe ich in der Times of Israel, einer ganz guten Zeitung, gelesen. Offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eine spanische linke Partei, die Leila Khaled einlädt. Also obwohl man, oder hoffentlich wissen die Einladenden, wen sie vor sich haben, sie könnten es wissen, sie müssten nicht mehr so blöd sein, wie ich damals war, im Anfang der 70er Jahre. Also Leila Khaled, eine wichtige Galionsfigur, aber vor allem auch eben eine Galionsfigur für das, was seit 67, seit dem Sechstagekrieg Israels von Yasser Arafat und anderen gemacht wird. Sie dehnen nämlich den Krieg gegen Israel aus auf Europa. Wenn bis zum 67 die Anschläge von Fatah und anderen hauptsächlich sich gegen Israel richten, so danach auch auf die sogenannten besetzten Gebiete und auf europäische Zentren, wie hier zum ersten Mal gezeigt mit Leila Khaled. Einer der wichtigen Organisatoren, und der ist nur ganz wichtig für die Geschichte der RAF, noch wichtiger für die revolutionären Zellen, die aus Frankfurt entstanden sind, ist Carlos, ein Mitglied der PFLP, der von Wadi Haddad erst nach London und dann nach Paris geschickt wird, um den linken Terror zu koordinieren. Carlos baut in Paris mehr oder minder eine Organisationszentrale des linken Terrors aus. Ich werde gleich noch erzählen, welche verschiedenen Anschläge auf ihn und die revolutionären Zellen zurückgehen. Wie weit der Krieg gegen Israel in auch den anderen Gruppen des linken, der linken Terrorszene verankert war, sieht man an folgendem Beispiel. Dass der Geschichtsstudent Ulrich Schmücker, oder sagen wir ehemalige Geschichtsstudent Ulrich Schmücker, 51 geboren, 4 Jahre vor mir, 1974 am 5. Juni im Westberliner Grunewald erschossen, und zwar von den eigenen Genossen. Von den eigenen Genossen erschossen, weil er war gefasst worden bei der Vorbereitung eines Anschlags, das war schiefgegangen, er war ins Gefängnis gekommen, er hatte im Gefängnis angefangen zu erzählen und war wegen dieser Kooperation nur zu einer geringen Haftstrafe verurteilt worden, kam raus und wollte wieder zurück in die Bewegung 2. Juni, das war die Gruppe, mit der er mitgemacht hatte und für die er auch die Waffen über Kontakt zur PFLP besorgt hatte. Interessant ist, wie die Organisation nach dem Mord an ihrem früheren Genossen
diesen Mord gerechtfertigt hat. Ich zitiere hier aus einer Erklärung der Bewegung 2. Juni, die im Berliner Extradienst dann erschienen ist. Die ist in der Redaktion des Berliner Extradienstes am 10. Juni 1974 eingetroffen. In dieser Erklärung heißt es: Schmücker wollte schlauer sein als alle und machte seine eigene Rechnung als Doppelagent. Schmücker stand seit seiner Haftentlassung unter der Kontrolle der Bewegung, die ihm die Version vom Schein-V-Mann nicht glaubte. Sie deckte Verbindungen zum israelischen Geheimdienst auf, in dessen Auftrag er ebenfalls arbeitete. Vollkommen erstunken und erlogen. Steht hier aber als Begründung, warum man den eigenen Genossen umbringt. Das heißt, dieser linke Antisemitismus, von dem wir reden, der sowohl die RAF als auch die Bewegung 2. Juni als auch die IAZ begründet, der hat so weit in diesen Organisationen Platz gegriffen, dass Genossen, die verdächtigt werden, dem israelischen Geheimdienst zusammengearbeitet haben, umgebracht werden, wie hier der Fall bei Ulrich Schmücker. Das nur als eine Demonstration, wie verbreitet dieser angebliche Antifaschismus, der nichts anderes war als eine Kriegserklärung an Israel, in den verschiedenen Organisationen, linksterroristischen Organisationen verbreitet war. Was die Aufgabenstellung der Fans der Palästinenser in Europa war, ist nie verschwiegen worden. Ich habe Ihnen hier mitgebracht ein Zitat von Abu Iyad, das berichtet wird von einem E.W. Pless in seinem autobiografischen Roman Geblendet von 1979. Es handelt sich bei E.W. Pless eigentlich um Willy Voss. Ich weiß nicht, ob Ihnen der schon mal begegnet ist. Das ist heute ein Kriminalschriftsteller. Er schreibt, glaube ich, auch Tatort-Drehbücher und Ähnliches. E.W. Pless war 1972, kann man so sagen, ein Neonazi, ein Rechtsradikaler und hat als solcher auch mitgeholfen, den Palästinensern die israelische Olympiamannschaft in München angegriffen haben und dann alle umgebracht waren. Und als ein solcher Helfer bei dieser Aktion hat er sich 1972, wenn ich mich richtig erinnere, in Barcelona mit Abu Iyad getroffen und hat ihn gefragt: Was sollen wir denn euch helfen? Wir können euch doch hier in Europa, was soll das bringen? Was ist das, was ihr von uns wollt? Können wir euch irgendwie hilfreich sein? Und hier in diesem Buch beschreibt er auch, wie Abu Iyad ihm darauf geantwortet hat. Er hat nämlich gesagt, also das ist jetzt hier die indirekte Rede durch die Erinnerung von diesem Willy Voss mit dem Pseudonym E.W. Pless. Er vertrat die Meinung, dass es zu denken geben müsste, dass das zionistische Israel nach zwei schweren Kriegen, nach der Staatsgründung, nach wie vor in der Lage sei, den zermürbenden Abnutzungskrieg der Ägypter, den er wenig effektvoll fand, zu überstehen, wobei der Guerillakrieg der palästinensischen Kommandos große Kräfte neutralisiere, die der nationalen Wirtschaft fehlten. Die Ursache für die Widerstands- und Durchhaltekraft sah er einzig und alleine in der Moral der Israelis, die allerdings hochgehalten werde durch mehr oder weniger offen gegebene Garantien der westlichen Staaten, besonders der USA und der Bundesrepublik Deutschland. Die Moral der Israelis sei nach wie vor intakt, weil die Verbindungswege zu den Nachschublieferanten der westlichen Welt intakt seien. Gelänge es einerseits, diese Nachschublinien zu stören, andererseits die öffentliche Meinung der westlichen Welt zu objektivieren, was so viel heißt wie der Problematik anzunähern, dann wäre der Sturz des Zionismus bzw. die Erfüllung der palästinensischen Forderung nach einem eigenen Staat nur noch eine Frage der Zeit. Also, eine ziemlich genaue Beschreibung dessen, was linker Terrorismus an der Seite der Palästinenser in Europa bewirken soll. Es soll darum gehen, die Moral der Israelis zu zerstören und zerschlagen. Guerillakrieg ist ja nie ein Krieg, den große Armeen führen, sondern nur kleine Armeen führen. Aber auch diese kleinen Armeen, so kann man hier erfahren, können durchaus eine Wirkung haben. Aus der Sicht von Abu Iyad
geht es um die Zerschlagung von Nachschublinien und es geht um die Zerstörung, Zerschlagung der Moral der Israelis. Er glaubt, dass dann es sowas gibt wie einen, moralischen Kollaps der israelischen Gesellschaft und dazu sollten die Helfer der Palästinenser in Europa beitragen. Wichtiger Anschlag, über den wir noch nicht gesprochen haben, der aber fast immer untergeht in allen Büchern über die RAF, ist ein Anschlag vom 8. Juni 1973 in der Stadt West-Berlin. Da legen die revolutionären Zellen eine Fabrik in Schutt und Asche. 8. Juni 1973, ich weiß nicht, ob Ihnen was dazu einfällt. Die ganze Welt war eigentlich auf was ganz anderes konzentriert. Willy Brandt besuchte Israel. Während des Besuchs von Willy Brandt in Israel lanciert die Bewegung Revolutionäre Zellen im Auftrag der PFLP einen Anschlag auf eine Fabrik in West-Berlin, von der behauptet wird, sie würde Israel Waffen liefern. Das komplette Fabrikgebäude wird zerstört bei diesem Anschlag. Der ist damals auch nicht so wirklich richtig breit berichtet worden. Aber nur um nochmal deutlich zu machen, dieser Terror in der Bundesrepublik an der Seite der Palästinenser war weit mehr als nur ein Kinderspiel von verrückt gewordenen Leuten, die irgendwie ein bisschen radikalisiert und zu antifaschistisch gewesen wären. Es war eine klar gezielte Kampagne zur Schädigung der Interessen Israels, zum Töten von Juden in Europa und zur Schädigung aller Interessen des israelischen Staates. Der Erste, der das von den Beteiligten wirklich beschrieben hat, ist ein Hans-Joachim Klein. Ich weiß nicht, ob er Ihnen noch was sagt. Er war Mitglied der revolutionären Zellen in Frankfurt. Ein guter Freund von Joschka Fischer in den wilden Zeiten des Frankfurter Häuserkampfs und später Hans-Joachim Klein gehörte zu den revolutionären Zellen, aber war beteiligt an einem Anschlag der Gruppe in Wien auf die Versammlung der OPEC, der ölfördernden Länder, und hat aber irgendwann verstanden, was er da treibt. Er hat im April 1977 seine Waffe in einen Umschlag gesteckt, Brief dazu geschrieben, in den Spiegel geschickt, hat geschrieben, ich höre auf. Ich trete aus den revolutionären Zellen aus. Er hatte einen alten Freund getroffen, der ihm auf Vermittlung ein Versteck in Frankreich besorgt hat. Außerdem hat er in dem Brief an den Spiegel geschrieben, ich weiß, dass meine Organisation, die revolutionären Zellen, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Berlin, Herrn Galinski, und ein Mitglied der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, Herrn Lipinski, umbringen wollen. Die Anschläge sind so gut wie vorbereitet. Die Autos existieren. Ich bitte den Spiegel, das zu berichten. Ich habe zwar schon ein Buch geschrieben über das, was mir alles widerfahren ist in den revolutionären Zellen. Es wird aber zu lange dauern, bis das veröffentlicht ist. Deswegen schicke ich meine Waffe in den Spiegel und berichte Ihnen das, damit Sie diese Anschläge verhindern. Er ist der Erste und einer der ganz wenigen gewesen, die das aufgeschrieben haben. Das Buch ist bis heute immer noch sehr lesenswert, wenn Sie das nicht kennen. Rückkehr in die Menschlichkeit. Und es gibt auch den Ton an, den Hans-Joachim Klein darin anschlägt. Er hat sich später der Polizei gestellt, hat ein Gerichtsverfahren über sich ergehen lassen. Er ist auch verurteilt worden. Die Strafe fiel milder aus, weil er so viel dazu beigetragen hat, die Struktur und die Arbeitsweise der verschiedenen linksterroristischen Gruppen in der Bundesrepublik in diesem Buch zu schildern. Er hat ganz klar geschildert, dass RAF, Revolutionäre Zellen, Bewegung 2. Juni, nichts anderes sind als Hilfstruppen der bewaffneten palästinensischen Organisationen
in ihrem Krieg gegen Israel. Das konnte er als Antifaschist, als Linker, als Antinazi nicht mehr mitmachen und deswegen stieg er aus. Aber er ist einer der ganz wenigen, die das getan haben. Ich könnte jetzt noch ziemlich lange weiterreden. Ich will das aber nicht tun, weil ich schon merke, dass Sie ein bisschen müde sind. Und hier vorne ist es auch ein bisschen heiß. Also wir sollten sowas wie eine Pause haben. Aber zwei Sachen bitte noch möchte ich sagen. Erstens, es gibt zwei wichtige Bücher, die Sie lesen sollten, wenn Sie diese Zusammenhänge verstehen wollen. Die sind längst aufgeschrieben, aber sie sind irgendwie in Deutschland noch nicht angekommen. Das erste Buch ist von einem Historiker, Benny Morris, und heißt Riders, Victims. Es geht um die Geschichte Israels, es geht um die verschiedenen Kriege gegen Israel und die verschiedenen Verteidigungskriege, die Israel dagegen geführt hat. Er spricht ausführlich über diese palästinensische Strategie der Ausdehnung des Krieges nach Europa und der Beteiligung der verschiedenen Terrorgruppen in Europa an diesem Krieg. Das zweite Buch habe ich nicht mit, ist gerade erst 2016 erschienen, ist leider auch in Englisch, noch nicht in Deutsch erhältlich. Das ist von einem Historiker aus den USA, der heißt Jeffrey Hirth. Und das Buch heißt Undeclared Wars Against Israel, unerklärte Kriege gegen Israel, 2016 erschienen. Er spricht ausführlich über die Verbindung der linksterroristischen Organisationen zum palästinensischen Krieg gegen Israel. Die beiden Bücher möchte ich Ihnen empfehlen. Es ist für mich vollkommen unverständlich, warum in den Büchern von Butz Peters, Stefan Aust und Willi Winkler diese Tatsachen der Verbindung zwischen den linken Terrororganisationen und dem palästinensischen Krieg gegen Israel nicht auftauchen. Ich will meine Argumente zum Schluss nochmal zusammenfassen. Erster Punkt, es geht schon mal gar nicht, dass man, und sei ja noch ein schlimmer Nazi gewesen, jemanden einfach ohne Gerichtsurteil tötet. Das ist eine Entwicklung in der Linken, die schärfstens zu kritisieren ist, die mit einem linken Antifaschismus, mit einem demokratischen Sozialismus auch nicht das Geringste zu tun hat. Ganz zu schweigen von dem Massaker, das an den Begleitern von Hans-Martin Schleyer verübt wurde. Zweitens, die Selbsttötung zum Zweck der Vortäuschung eines staatlichen Mordes zu nichts anderem, um andere Leute aufzuhetzen, die Bundesrepublik Deutschland aus dem Untergrund mit Waffengewalt zu bekämpfen, ist auch mit linker Politik nicht vereinbar. Es ist unmenschlich, heute würden wir sagen, es ist Fake News, es ist der Versuch der propagandistischen Beeinflussung der Öffentlichkeit mit falschen Nachrichten. Andreas Bader, Gudrun Enslin und andere sind nicht umgebracht worden, nicht im staatlichen Auftrag. Es gibt dafür überhaupt keinen einzelnen Beweis. Die Verbreitung dieser Behauptung ist der Versuch der Zerstörung der Demokratie, der Diskreditierung der Demokratie. Punkt Nummer drei. Es gibt überhaupt gar keinen Zweifel, dass die Motive der RAF, der Bewegung 2. Juni und der revolutionären Zellen, dass es nicht antifaschistische waren, sondern dass es das war, was man heute linken Antisemitismus oder Anti-Amerikanismus nennen würde. Beide Motive sind entscheidender für ihre Politik als der angebliche Antifaschismus. Das ist ein Thema, was weit über die bewaffneten Gruppen rausgeht. Deswegen haben Sie jetzt hier auch noch einen dritten Vortrag in der Reihe von dem Historiker Martin Kloke, der deutlich zeigen wird, dass dieser linke Antisemitismus überhaupt nicht nur ein Phänomen der terroristischen Organisationen gewesen ist. Letzte Bemerkung, der Expertenkreis Antisemitismus der Bundesregierung hat vor einigen Wochen
eine Studie, Expertise veröffentlicht, in dem er über die verschiedenen Formen des Antisemitismus heute in der Bundesrepublik spricht. Dort wird gesagt, dass die schlimmste Form des Antisemitismus, die gefährlichste und die drängendste, der Hass auf Israel sei, der sich hinter solchen Vergleichen wie Israel ist, wie die Nazis waren, verbirgt. Die Geschichte des linken Terrorismus in der Bundesrepublik gehört eindeutig zu dieser Geschichte des Hasses auf Israel, eines unter antikapitalistischer, antiimperialistischer Ideologie verborgenen Antisemitismus und ist sehr gefährlich und muss als solcher benannt werden. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Ich danke den Veranstaltern sehr für diese Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wir brauchen, glaube ich, erstmal eine Pause. Es ist ein bisschen warm hier drin und dann sollten wir weiter diskutieren. Vielen Dank.